Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Mass Transit hier bei Heisenberg Zockt. Ja, wir sind wieder in unserem neuen Stadtteil und hier möchte ich jetzt etwas machen, was ich eigentlich eh schon angesprochen hatte, nämlich die Monorail noch hier hinbekommen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die holen müssen. Wo haben wir hier Monorail? Ich brauche mal das hier und dann sehen wir hier dieses, ja, pinke, violette, das wäre die Monorail. Ist halt schade, dass man das nicht anklicken kann und dann sieht man nur die. Dann würde man es nämlich einfacher finden, das Ganze. Aber ich glaube, hier unten, das ist Monorail. Okay, die fährt irgendwie nach hier hinten. Hier lang, hier lang, hier lang, da rein und dann hier zurück und dann fährt die tatsächlich hier runter. Ja, die fährt hier runter, genau. Dann müsste man sie doch hier eigentlich mitnehmen können. Die Frage ist halt, wie kommen wir dann nach hier vorne? Ach du grüne Neun, das ist dann doch noch ein gewisses Stück Fahrt. Sollen wir das tatsächlich machen? Macht das Sinn? Das ist dann eher die Frage. Aber ich denke mal schon. Wobei, fährt man mit der Monorail nach hier hinten? Also irgendwie nein. Dann nimmt man den Zug und eine Zugverbindung haben wir. Es wäre halt schön. Das ist halt der Punkt. Irgendwie würde es mir gefallen, wenn wir die Monorail noch ein bisschen ausbauen würden. Wir schauen mal. Hier unten war der Bahnhof. Nee, hier nicht. Wo war der gleich nochmal? Jetzt muss ich nochmal gucken. Arg. hier. So, hier ist er. Jetzt habe ich ihn gefunden. Und hier sieht man relativ deutlich, doch, hier geht die Monorail raus. Jetzt das Problem ist halt, ja, jetzt hier, hier hinten mit der Monorail raus, heißt Ende von diesen Gebäuden. Wollen wir das wirklich? Und dann, wo lang? Hier die Straße entlang, das könnte man wahrscheinlich entsprechend noch machen. Das würde dann bis nach hier hinten führen, bis hierhin. Hier ist die Straße fertig. Warum ist die hier eigentlich fertig? Weil es hier nicht rauf geht. Das ist viel zu steil. Okay. Ja, da müssen wir gucken, wie wir hier rüberkommen. Unten durch oder drüber. Dann sind wir hier. Dann müssen wir hier runter. Ja, ich denke, machbar ist es. Es ist einfach ein Gebastel. Aber mein Gott, das ganze Spiel ist ein Gebastel. Wir schauen uns das mal an. Wir bauen jetzt mal. Wir haben ja sonst einen Speicherstand. Also wenn ich hier alles verdattle, dann können wir wieder anfangen. So, jetzt, wo war dieser Bahnhof? Hier unten. Ne, das ist er nicht, das ist ein anderer. Muss ich jetzt tatsächlich hier nochmal? Ich muss nochmal. Zack. Nochmal rauszoomen und schauen, da vorne ist er. Oh, was für ein wildes Gescrolle. So, hier bist du also. Wir müssen eigentlich, wenn wir es genau nehmen, ja nicht hier hinten raus. Wir können ja eigentlich hier mit dieser Schiene. Und der hier, ich hier mal runtergehe, sieht man's. Wir haben hier nochmal eine Schiene. Wenn wir mit der rausgehen, das wäre natürlich was anderes. Dann kämen wir hier hoch. Und könnten hier irgendwie, ja wie auch immer, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. die hier ist natürlich schon gebaut worden, als die Häuser hier noch nicht standen. Das heißt, diese Monorail, die konnten wir in Ruhe bauen. Da mussten wir nicht groß abbrechen. Da hat sich sozusagen die Landschaft dann das Gebaue der Monorailstrecke angepasst. Wenn wir jetzt die Monorail hier rausziehen, ja, dann müssen wir tatsächlich hier Häuser fällen. Oder wir machen es so. Kann man hier Weichen machen? Das müsste man mal gucken. Dass wir mit der halt hier reingehen. Und dann das hier nutzen. Hier raufgehen. Und irgendwo, wo wir dann Ruhe haben, sozusagen. Hier zum Beispiel. Hier könnten wir raus. Dass wir irgendwie hier rübergehen. Und dann wären wir hier, ja, ziemlich in freier Wildbahn. Das kann ja auch funktionieren, dass wir hier lang gehen. Hier runter und dann nach da hinten. Oh Gott, da habe ich mir ja was Schönes ausgedacht. Okay, jetzt müsste ich nochmal die... Jetzt muss ich zum dritten Mal den Bahnhof finden. Wo warst du? Hallo? Da unten? Nee, das ist eben genau der falsche. Irgendwo hier mittendrin ist doch der Kollege. Relativ groß. Ich sehe schon. Ich muss tatsächlich nochmal schnell gucken. So, dann wird er irgendwie angezeigt. Jetzt wird er nicht mehr angezeigt. Jetzt finde ich ihn überhaupt nicht mehr. War das der hier? Bist du der Kollege Monorail? Tatsächlich. Gut, dann schauen wir mal, ob wir eine Weiche hinkriegen. Da bin ich ja mal gespannt. Das wäre dann hier. Einmal die hier. Haben wir hier vielleicht sogar ein Weichensystem? Was ist das hier? Shanghai Maglev Station. Station. Ja, das ist ein Monorail-Bahnhof. Ein zusätzlicher, eine Mod. Die brauchen wir, um die Straßen zu machen. Also Monorail auf Straße ist das. Das ist eine Einbahn. Wir haben keine Weiche. Wir müssen mal gucken. Ja, das funktioniert tatsächlich. Okay, dann machen wir das auch. Dann werden wir das mal in Angriff nehmen. Oh, Gefälle zu steil. Ich möchte eigentlich nur hier raus. Kommen wir hier gar nicht raus? Das wäre natürlich dann doch eher blöd. Moment. So geht's. Aha, wenn ich die Kurve hier mache, aber da blockieren wir das Gleis da rechts. Das wäre natürlich schon irgendwie besser.
Ich versuche das mal mit Momento. Mit rauf und runter. Nein, geht auch nicht. Und runter. Geht auch nicht. Wir können natürlich nicht unterirdisch bauen. Das ist ja irgendwie doof. So wird's gehen. Sollen wir es so machen? Da blockieren wir, glaube ich, diese Gleise da nicht. Ja, wir machen das mal. Zack, hier rein. Dann, wie gesagt, dann nutzen wir das hier. Düsen hier rauf. Ich gehe mal raus, weil es sieht einfach auch besser aus. Dann müssten wir in diese Richtung. Okay. Hier aus dem Bahnhof raus oder durch den Bahnhof durch. Da können wir ja je nachdem auch nochmal schnell anhalten. Das ist ja kein Ding. Und wo wäre es jetzt am besten rauszugehen? Eigentlich hier. Und wie kommen wir dann hier lang? Da müssen wir wahrscheinlich tatsächlich Häuser kappen. Ich sehe es kaum. Anders können wir es nicht machen. Wir können, oder können wir in den Tunnel rein? Das wäre natürlich auch... Oh, das wäre natürlich ganz cool. Das hätte dann wieder ein bisschen was von einer Achterbahn. Wenn ich hier im Prinzip eine Ausfahrt mache und hier auf runter gehe. Aha, wir kommen halt nicht weiter runter. Okay, man sieht, das möchte dann nicht, es möchte tatsächlich nicht in einen Tunnel rein. Wir können hier eine Brücke machen, aber ich möchte halt keine Brücke. Ich möchte hier tatsächlich in den Tunnel rein. Geht aber nicht. Wir können mit der Monorail leider nicht in den Tunnel rein. Gut, das würden wir jetzt wissen. Das würde heißen, hier rüber würde gehen. Aber im Endeffekt, es bringt uns halt nicht weiter. Also, weil wir müssen irgendwas hier, ja, köpfen. Sonst funktioniert es nicht. Wenn wir hier eine Kurve machen, schau mal, dass wir halt irgendwie vielleicht nur ein kleines Gebäude opfern. Zum Beispiel das hier. Funktioniert das doch? Das müsste funktionieren. Wir kaufen das mal und dann hier wieder rausgehen. Zack, sehr schön. Dann hier rüber. Das funktioniert eigentlich auch. So, und jetzt haben wir hier eigentlich straight ahead. Ja, bis irgendwo hier runter. Sollen wir hier vielleicht noch außen rum? Oder sollen wir hier quer durch? Ist halt schon. Es ist natürlich verlockend, aber ja, wir müssen da dann wieder so viele Häuser kappen, dass ich das irgendwie auch nicht mehr so toll finde. Ist wahrscheinlich für eine Monorail dann doch eine relativ gewaltige Strecke. Wir stellen das mal hier hin. So. Gehen hier rüber, wenn wir das können. Das müsste eigentlich auch zu machen sein. Vielleicht noch ein bisschen höher werden hier. Wir gehen mal rauf. Moment. Jetzt geht's nicht mehr rauf. Warum möchtest du? Jetzt geht's wieder. So hier rüber. Oder so hier in dieses Gebiet rein. Machen wir mal. Hier ein bisschen runter. Ganz runter geht nicht. Ja, und in der Höhe haben wir zwei Möglichkeiten. Also was die Stufe angeht. Oder hier halt drüber. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Arg! Jetzt wird schon wieder dunkel. Wisst ihr, was ich jetzt mal noch schnell mache? Ich werde hier nochmal kurz die Geschwindigkeit reduzieren. Weil das Bauen einfach tatsächlich am Tag halt schöner ist. Wir haben das ja... Huch! Wir haben das ja gemacht. Damit ihr mal... Ja, sag mal. Damit ihr mal die Rush Hour sehen. Ob die Rush Hour tatsächlich funktioniert. Und das haben wir ja eigentlich gesehen. Dass das eigentlich durchaus klappt. Jetzt, wohin mit dir? Das ist halt die Frage. Wenn wir hier lang gehen. Zum Beispiel so. Zack. Und dann hier rüber. Mit einer Kurve. Und dann hier unten. Ich ziehe das mal... Moment, ich ziehe es mal bis hier hin. Halt, aber nicht neu gebaut, sondern direkt so. Okay, und jetzt mal gucken. Wenn wir dich schnappen und hier rüber ziehen, das geht so nicht. Da müssen wir nochmal Höhe haben. Ja, das funktioniert alles nicht. Wir kommen hier so in bebautes Gebiet rein, dass das nicht funktionieren kann eigentlich, wenn man es genau nimmt. Ah, jetzt habe ich aber eine Idee. Moment. Wir schnappen uns den Bagger, kappen das nochmal. So, machen das folgendermaßen. Das war hier. Jetzt kann ich hier wieder nicht mehr vernünftig andocken. Das Problem hatte ich schon mal, weil die Höhe nicht mehr stimmt. Moment. Jetzt müsste er eigentlich wieder gehen. Arg, wenn man hier mal irgendwie den Bereich verlässt, bei dem man gerade dran ist, dann fängt es plötzlich je nachdem an zu macken. Man sieht. So, auch wenn man das abgerissen hat, das ist dann irgendwie nicht mehr ganz so benutzerfreundlich wie auch schon, komischerweise. Ja, warum soll das jetzt nicht gehen? Ich möchte es ja nur hier hinhängen. Liebes Spiel. Uah, und wildes Gescrolle. Moment, das müssen wir anders machen. Ich nehme das auch mal nochmal weg und guck mal, ob das hier vielleicht besser funktioniert, wenn wir das von hier aus machen. Nee, aber ich habe auch falsch angelegt. Moment, man müsste dann schon den richtigen Pfeil erwischen. So, geht nicht. Aha, warum geht das nicht? Sonst machen wir eine Kreuzung. Geht auch nicht. Also eine Weiche. Wäre jetzt meine Idee. Und kappen das andere Stück wieder. Aber das ist mir zu krumm. Das ist mir zu krumm und schief.
So, nochmal wegnehmen, in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Nee, geht nicht mehr. Doch, jetzt geht's wieder. Schwein gehabt. Okay, geradeaus geht halt nicht, komischerweise. Bisschen runter. Nein, das kann's nicht sein. Machen wir so. Gefälle zu steil. Sauber. Hier rüber. Sauber. Und jetzt möglichst ein bisschen runter, damit wir hier unten durchkommen. Jawohl. Sehr schön. Und dann, ja, im Prinzip über die Autobahn rüber. Und da hinten haben wir Gleise. Oder gehen wir so runter? Das wäre fast einfacher. Wir machen das mal bis hier hin. Erhöhen das Ganze. Und dann sollten wir doch hier rüberkommen. Jawohl. Was für eine Achterbahn das gibt. Sagenhaft. Ist eigentlich nur eine Monorail. Aber jetzt haben wir hier im Prinzip tatsächlich noch so eine Art Freizeitpark geschaffen. Da unten wäre es schon. Lorbeerpark. Da müssten wir hin. Ich sehe jetzt aber gerade, es würde am einfachsten gehen, wenn wir hier in diesen Bereich reingehen. Zumindest ging das gerade vorher noch. Müssen wir nochmal gucken. Ich werde mich jetzt hüten, das Teil hier wieder loszulassen. Dann kriege ich es wieder nicht mehr hin. So, hier haben wir eine Stelle, da wird es klappen. So. Warum geht das hier unten nicht? Geht es bis hier hin? Nein. Testen, testen, testen. Aha, so, mit einem riesen Bogen. Gefällt mir aber nicht. Da machen wir das besser so. Ich guck mal nochmal mit ein bisschen runter. Nein, geht nicht. Jetzt ein bisschen runter gehen. Und hier zu einer Kurve ansetzen. Wow, mit einem riesen Bogen wird es funktionieren. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, ob ich das cool finde. Nochmal ein bisschen in die Höhe. Hier dem Kamm entlang, das würde relativ problemlos gehen. Okay. Und hier rüber. So geht's. Okay, dann haben wir nicht so einen riesen Bogen. Das ist eigentlich schon gut. So, gucken. Einmal drehen. Und dann eigentlich hier lang. Oder hier Richtung Straße. Und dann hier die Monorail auf der Straße lang führen. Das wäre eigentlich auch relativ cool. So, das heißt, wir machen hier eine Kurve zurück. Gehen hier hin. Und jetzt müssen wir erstmal bei der Straße gucken, wie das funktioniert. Oh, und guck mal die Nachfrage. Wir sind nicht mal irgendwie auf Maximaltempo oder so. Das ist ja auch interessant. Na gut, dann werden wir jetzt ganz kurz hier unterbrechen. Und die Nachfrage natürlich hier sättigen. Damit wir ja, das auch ausnützen können. Wenn sie schon siedeln wollen, dann siedelt, liebe Leute. Wo wollt ihr überall siedeln? Wir haben hier überall noch so Bereiche, die wir mit kleinen Straßen machen sollten. Versehen sollten, damit hier auch gebaut wird. Das lassen wir aber für den Moment. Wir machen jetzt hier mal diese Sachen hin. So, damit hier hinten auch gebaut wird. Gewerbe, die mit ihrem Gewerbe. Was die eins an Gewerbe wollen. Jetzt gibt's hier erstmal Wohnungen. Wobei, das ist eigentlich Käse. Moment, das nehmen wir wieder weg. Denn hier ist dieses Autobahnkreuz. Das wäre eigentlich sinniger, wenn hier eben noch ein bisschen Gewerbe wäre. Ja, hier hinten eigentlich auch. Hier haben wir den Stromkollegen. Das ist alles nicht so wirklich gutes Wohngebiet. Wisst ihr was? Nehmen wir wieder weg. So, wegnehmen, wegnehmen, wegnehmen. Hier hinten nehmen wir auch nochmal kurz weg. Das auch. Hier gibt's Gewerbe, haben wir gesagt. Also, dann machen wir hier das Gewerbe hin. Dann kommen wir schon gar nicht mehr in Versuchung, Wohnungen zu pflanzen. So, Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Gewerbe, Gewerbe, Gewerbe. Kann sein, dass wir jetzt da dazwischen ein paar Wohnungen haben. Das sehe ich aber auch nicht als dramatisch. Das ist ja irgendwie ganz cool, wenn sich das ein bisschen eher durchmischt. Sonst haben wir immer nur Feld für Feld. So, hier nochmal runter. Das nochmal weg. Okay. Das nochmal hin. Und dann hätten wir das Gewerbe eingezeichnet. Jetzt haben wir aber eben immer noch Nachfrage nach Wohnungen. Ich würde gerne hier eigentlich noch was machen. Dass wir in diesem Bereich bei der Autobahn noch was haben. Zum Thema Monorail kommen wir natürlich in Kürze wieder zurück. Jetzt machen wir hier so einen kleinen Weg hin. Wo geht der raus? Der müsste irgendwie hier runter. Okay, das ist das Ende des Gebäudes dort. Damit müssen wir leben. Wir brauchen hier aber wieder Kollege Kurve. So, okay, hier lang. Dann hier rüber. Und hier vorne ist einfach eine Sackgasse. Halt. Moment, nochmal ganz raus, nochmal anfangen. Zack. Okay, dann können wir hier nämlich tatsächlich wunderbar Wohnungen hinstellen. Hier unten hätte ich gerne ein paar Einfamilienhäuschen. Mal gucken, ob sie das machen. Und hinten, sozusagen im Rücken des Ganzen. Jetzt habe ich aber die falschen erwischt. Dieses zweimal klicken macht einen fertig. So, hier hätte ich gerne Einfamilienhäuschen. Mal sehen, ob sie es machen. Ja, habe ich gerade schon mal gesagt, ich weiß. Denn hier im Rücken. So, hätte ich dann gerne eben wieder die hohen Häuser.
Okay, kurz die Wasserkontrolle, das ist bestens, das wird funktionieren. Hier ist alles zurückgegangen. Wohnungen könnten wir vielleicht nochmal ein, zwei hinstellen. Wo hätten wir noch eine Möglichkeit? Hier im Zentrum drin. Ja, da machen wir das. So, natürlich groß, also hoch, dicht besiedelte. Hoch, groß, dicht besiedelte, genau. Hinter dem Bahnhof, warum nicht? Auch noch ein, zwei Häuschen. Okay, dann hätten wir das hier wieder erledigt. Jetzt die Monorail. Die war irgendwo hier hinten, genau. Kann man die Straßen updaten oder müssen wir die neu bauen, wenn wir eine Schiene drauf wollen? Also wenn wir das zum Beispiel so haben wollen, wenn ich das so dann so mache. Das würde schon gehen, kostet Verbesserungskosten. Und hier müssen wir anders fahren. Das heißt, wir brauchen hier doch mal kurz... Ach so, dann... ich äumel. Dann... Ja, das geht natürlich nicht. Der braucht einen Straßenanschluss, der Kollege. Dann müssen wir das anders machen. Wir machen kurz nochmal Bagger. So, und dann gibt das hier eine schmalere Straße. Die führt hier dran vorbei, damit das einen Anschluss hat. Und die führt dann meinetwegen hier rein. Das ist aber keine schmalere Straße. Was mache ich denn? Moment. So, das nochmal kappen. Und dann die Straße hätte ich gern. Die führt jetzt hier lang. Okay, die ist ja mir auch nicht viel schmaler. Die hat einfach keine Bäumchen. Ist das tatsächlich schon die schmale Straße gewesen? Ja, egal. Wir machen das mal. Das geht hier rein. Geht hier auch rein. Und dann wäre eben die Idee, geht da nicht rein. Okay, ich gebe mich geschlagen. Jetzt geht's. Nein, doch nicht. Warum denn nicht? Jetzt. Jetzt wäre die Idee gewesen, dass wir eben die breitere Straße, aber da nehmen wir natürlich dann auch eine breitere Straße, im Prinzip hier rausziehen. Und die parallel machen. So, und das wäre dann die Straße, auf der eben die Monorail verkehrt. So, mal gucken, ob das klappt. Jetzt haben wir da Bäumchen. Ich weiß gar nicht, können wir statt den Bäumchen eben dann Kollege Monorail haben? Wir schauen mal. Ich hätte es im Prinzip natürlich auch gleich so bauen können. Das ist auch wieder wahr. Ja, aber das klappt schon. Sehr schön. Dann gibt das hier die Schiene. Und jetzt links und rechts davon... Oh, okay, hier ist dann Feierabend. Aber links und rechts davon gibt es dann natürlich noch Wohnungen und Co. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Aha, so. Dann müssen wir hier aber noch ein Stückchen weiter. Komme ich hier noch rein? Na, Kollege? Entfernung zu gering. Ah Gott, wie macht man das denn? Mit einer Weiche wahrscheinlich. Also, dass wir hier nochmal... Moment, das nochmal updaten. Entfernung zu gering. Aha, das geht nicht. Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich früher raus. Machen wir das mal so. Und jetzt, bevor ich die Straße mache, gucke ich, dass ich hier rauskomme. Das klappt nämlich auch. Gerne... Halt! Ich wollte gerade sagen, gerne mit einer Kurve. Warum funktioniert jetzt das nicht mehr? Jetzt geht's. Okay, ein bisschen kurvig hier raus. Und jetzt mal gucken, ob wir die Straße unten hinkriegen. Mach ich jetzt glatt mal ohne Bäumchen. Nein, geht da nicht. Gefälle zu steil und. Nur die nehmen. Geht auch nicht, weil wir hier halt schon Schiene haben. Das ist natürlich relativ blöd. Wenn wir hier nochmal auf Ändern gehen. Beziehungsweise, nee, ich muss zuerst eine Straße bauen. Bevor ich sie ändern kann. Ja, geht nicht. Okay, wir müssen es andersrum machen. Am besten mit einem Bus. Nein, sondern mit einem Bagger. Also, das kommt nochmal weg. Und jetzt machen wir hier mal die normale Straße hin. Okay, und jetzt schnappen wir uns nochmal Kollege Gleis. Und dann kommen wir da nicht ran. Seht ihr das? Das wird nicht verbunden. Das ist ja doof. Wie macht man das denn? Moment, nochmal raus. Dass das nicht irgendwie die gleiche, der gleiche Abschnitt ist, finde ich ein bisschen komisch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt geht's gar nicht mehr. Jetzt haben wir es völlig verdattelt. Also irgendwie muss es ja gehen. Wir haben es schon mal gemacht. Wie haben wir das denn gemacht? Also bis hier hinten wäre ja okay. Aber ich kann mich erinnern, dass wir da auch Probleme hatten, reinzukommen. Man sieht auch, das ist auch hier nicht wirklich perfekt, um reinzukommen. Auch nochmal kurz den Bagger benutzen. Nochmal schauen. Kann man denn auf der Straße? Doch, das geht schon. Aber es geht halt da nicht rein. Wie kriegt man denn diesen Übergang hin? Ist mir ein Rätsel. Nee, nicht mit ändern, das geht nicht. Das bringt alles nichts. Okay. Und dann beginnt das Ganze hier. Oder es beginnt halt hier. Irgendwie mit einer Weiche vielleicht.
Und dann den Rest kappen da vorne. Machen wir mal. So, also verbunden ist es, wenn ich jetzt hier irgendwie... Ich möchte das nicht abreißen, sondern ich möchte eigentlich das Ganze ändern. Und zwar eben mit einer Straße. Und der hier. Was passiert, wenn ich das jetzt mache? Ort ist bereits belegt. Okay, geht nicht. Moment, ich war nicht auf ändern. Aha, sehr schön. Gut, wir hätten aber gerne die Bäumchen. Zack. Und jetzt passt. Ist ein bisschen krumm, aber immerhin funktioniert es. Also mir ist wirklich wichtig, dass das Ganze funktioniert. Und das sieht schon cool aus hier. Jetzt müssen wir nur hier rauskommen. Mal gucken, wie wir das schaffen. Moment. Brauchen wir das Ding? Jetzt geht's gar nicht mehr. Hallo? Hä? Ach so, wir sind auf ändern. Okay, wir brauchen die Kurve. Ja, da vorne. Das müssen wir wahrscheinlich genau gleich machen. Dass wir hier rausgehen. Das funktioniert auch. Zack. Und jetzt hier im Prinzip das wieder kappen. Also sprich wieder ändern, wieder Straße, wieder Bäumchen. Zack. Und schon funktioniert. Da machen wir doch glatt hier auch noch ein paar Bäumchen, weil wir es gerade haben. Eben. Gut. Das hätten wir ja soweit tatsächlich noch geschafft. Wir haben 3,2 Millionen. Habe ich mich gerade ein bisschen erschreckt. Ich dachte irgendwie, warum ist die Zahl hier rot? Das ist immer schlecht, wenn eine Zahl, die Finanzen darstellt, rot ist. Vor allem, wenn sie tiefrot ist. Das ist dann nicht so ideal. Aber das ist ja nur, was wir jetzt in letzter Zeit gebraucht haben. Und das ist ja klar, dass das im roten Bereich ist. Wir bauen ja hier gerade auch. Also von daher eigentlich komplett egal. So, mal wieder ein Stück gerade. Und hier könnten wir eigentlich rechts, also hier rechts vom Gleis lang, hier rauf. Das müsste klappen, dass wir hier noch oben rüber gehen und hier hinten meinetwegen den Bahnhof machen. Weil hier ins Zentrum rein kommen wir nicht mehr, das ist auch schon wieder viel zu dicht besiedelt. Das wird nicht funktionieren. Oder, hat der Bahnhof? Ne, der hat mit Sicherheit keinen Monorail-Anschluss. Da müssen wir einen separaten bauen. Ich mache mal ganz kurz Pause, denn ich möchte nicht, dass jetzt irgendwas hier hinstellen. Ich möchte jetzt hier schnell gucken. Monorail, den hier wollte ich eigentlich. Ja, der ist genau zu groß. Aber für den würde ich eigentlich glatt noch in Kauf nehmen, dass wir hier was abreißen müssen. Aber nicht genau hier drin. Sonst stellen wir ihn halt hier oben hin. Das ist eigentlich auch okay. Oder hier? Wenn wir ihn hier hinstellen, dann ist er noch halbwegs in der Nähe hier von Bahnhof und Co. Oder da hinten. Aber eben, das würde uns die ganzen Gebäude da kosten. Und wie wir da wieder hinkommen, das ist dann die andere Frage. Das kostet uns gleich nochmal was. Aber wisst ihr was? Ich meine, wie viel Monorailbahn bauen wir? Zack, gekauft. Machen wir gar keine langen Dramen draus. So, und wir wollen irgendwie hier raus. Oh, da ist noch Kollege Friedhof im Weg. Aber das klappt schon. Zack, zack, hier rein. Dann geht das irgendwie, ich würde sagen, hier lang, damit wir die Monorail dann auch noch in der Stadt drin haben, denn da werden sie ja mit Sicherheit auch noch bauen. Gehen mal hier rüber. Und hier wieder rüber. Das machen wir gleich mal so. Rauszoomen. Bisschen weiter rauf gerne. Wenn es irgendwie geht, damit wir hier zu einer vernünftigen Kurve kommen. Und dann sind wir nämlich hier genau auf der Seite, die wir brauchen. Wir ziehen das mal nach hier vorn. Moment, da war gerade eine Stelle. Da hat es geklappt. Ziehen es weiter. Und ziehen es hier rein. Allerdings eher so. Geht genau nicht, weil wir da noch in den Bereich reinkommen. Mit der Kachel, die uns noch nicht gehört. Okay, machen diese Kurve und dann zack. Und fertig ist das gute Stück. Es ist ein bisschen krumm, gebe ich zu, aber es ist einmal durch den ganzen Moloch durch die ganze Stadt durch. Und hier, das ist perfekt, das ist auch okay. Jetzt haben wir aber hier, sehe ich gerade, die Straße natürlich noch gekappt. Die musste weichen, damit das ganze Bahnhofsteil Platz hat. Zack, gekauft. So, das funktioniert auch wieder. Jetzt müssen wir hier aber nochmal kurz einteilen, das Ganze. Hier hatten wir sicherlich Industrie um den Bahnhof rum. Perfekt. Ich weiß, wir haben keine Nachfrage im Moment, aber das werden wir jetzt hier trotzdem einzeichnen, damit hier schon mal was entstehen kann. Die hier hinten haben noch kein Wasser, das regulieren wir auch gleich noch kurz. So, gerne da rein. Und wunderbar, dann können wir nämlich wieder laufen lassen. Am besten hier. Und ja, die Strecke hätten wir. Jetzt müssen wir natürlich in der nächsten Folge, das haben wir gelernt. Du hast auch noch kein Wasser? Doch. Das haben wir gelernt. Da brauchen wir jetzt natürlich noch eine Linie. Und die werden wir in der nächsten Folge einzeichnen. Das nehmen wir noch weg.
Danke euch fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. War ein bisschen viel Gebaue. Dafür, guck mal, haben wir hier als Belohnung einen Monorail-Bahnhof mitten in unserem neuen Quartier. Gefällt mir schon mal ausgezeichnet. Danke fürs Zusehen. Bis auch nicht zum nächsten Mal. Tschüss.